Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf dem Community-Server. Und heute liest uns der Flori vor, wer denn alles mitspielt. Der Guden, der Sebastian, ich, der Arik 05, der iOS-Client, der Michael, der Marius, der Martin, der Patrick, der Rico und der Terra. Super. Hallo. Ich wusste, bei dir kann ich mich drauf verlassen, dass du das vorliest. Du hast heute wieso deinen gesprächigen Tag. Du bist ja eigentlich mehr so der Stille, aber heute warst du gut drauf und da habe ich mir gedacht, kannst du mal vorlesen. Stille. Allgemeine Aufnahmekrankheit wieder. Ja, klar. Jetzt warte ich hier auf den TLM. Und wie schön aufgeräumt das alles ist, Mensch, das ist geil. Ja, wir haben ja jetzt jemanden, der das macht. Ja, mich. Ja. Montag mache ich das auch wieder. Du müsstest eigentlich jetzt jeden Abend so um 11 Uhr so noch kurz aufräumen kommen. Na, nach der Aufnahme einmal aufräumen habe ich wieso eine Zeit lang mal gemacht. In der Regel, wenn ich nicht gerade sehr viel Zeitnot habe, fahre ich auch eigentlich immer die Geräte noch zurück. Zumindest so, dass es Sinn macht, die da stehen zu lassen. Was weiß ich, wenn man mitten im Sehen ist, habe ich auch nichts dagegen, wenn man den Schlepper mit Sämaschine einfach da stehen lässt, damit die anderen sehen, ah, da geht noch weiter. Weißt du? Terra, du siehst jetzt so, dass du zwei Reihen immer auslässt, ne? Ja, ich glaube schon. Was kann man denn tun, damit der Muss auch zwei Reihen mal wieder funktioniert? Mal gucken, ob es jetzt mit den Autotrennen so funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Und wie wir sehen, funktioniert es. Ja, doch, funktioniert. Nee, funktioniert nicht, scheiße. Freut ihr euch denn, dass ich GPS drin gelassen habe? Ich habe ja erst überlegt, wegen 3 Meter Equipment könnte man das eigentlich auch rauslassen. Nee, das ist geil mit GPS. Ja, richtig. Ja, ich weiß, viele von euch mögen das ja sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe mal eine Frage, kann man beim GPS irgendwie nur so einstellen, dass er die nicht so eine komische Kurve fährt, sondern so normal irgendwie und nicht so eine. Nee, kann man glaube ich. Was kann man tun, damit man Multiplayer wieder spielen kann? Mega behindert. Downgraden, wenn du auf einem Server möchtest mit einer älteren Version. Beziehungsweise Upgrade. Ja, mein Multiplayer. Nee, downgraden, weil Update bringt ja nichts. Wenn da schon auf der neuesten Version ist. Achso. Er braucht eine ältere Version. Ich dachte jetzt, wenn er 1.2 hat und dann. Ja. Du hast doch 1.3, ne? Und willst auf einen 1.2er Server. Ich ja. Lol, ich seh grad schief. Guten dein Server, der hat 1.3. Ja, ich weiß. Aber Gamed hat auch schon geupdatet. Nitrado scheinbar nicht. Ich seh grad so leicht schief. Leckt's jetzt nicht mehr beim Ballenpressen bei 1.3. Auf jeden Fall soll die Performance insgesamt deutlich besser geworden sein. Und das kann ich bis jetzt auch eigentlich so bestätigen. Also die Map hatte vorher echt, also die Map ist generell relativ hardware-hungrig. Ich habe hier nur so 45 bis 55 FPS beim Aufnehmen und bei Löshügeland hatte ich auf jeden Fall deutlich mehr. Aber ich bin nicht ganz sicher, ich habe mir das Ganze durchgelesen, was die alles geändert haben. Aber von der BGA, dass das ruckelt, wenn jemand auf Silo fährt, das ist nicht gestanden. Ja, aber das kommt auch ein bisschen drauf an, wo. Also es gibt Silos, die machen das und welche, die machen das nicht. Ja, diese Schiebesilos, die geht, bei denen passiert das nichts, aber genau. Bei den Durchfahresilos. So ist es. Auf der Mainboard gibt es ja viel keine Silos bei der BGA am Hof. Wobei im gehosteten Multiplayer ist es wieder nicht so schlimm. Doch. Da hatte ich keine Probleme. Ja, aber bei gehostet ist sowieso nicht so gut, habe ich das Gefühl. Da ist die Performance allgemein eher schlechter. Ja, gerade für den Host ist es halt schlechter, weil der im Endeffekt noch mehr Berechnungen macht. Der berechnet ja dann die Collie und so weiter. Das hat man ja im 13er mal schön beim Forstmod gesehen. Der Host hat ja echt extreme Performance-Schwankungen im Vergleich zum Client. Ja, und vor allem, wenn der dann noch aufnimmt und alles. So. Ja, irgendwann möchte ich auch gerne mal nochmal ein Forst-Projekt machen. Muss ich nochmal mit Markus reden. Mit was nimmst du überhaupt auf? Ich nehme mit MSI Afterburner auf. Und das mittlerweile auch schon wieder seit über einem Jahr.
Was kostet das? Gar nichts, ist kostenlos. Genau, so wie OBS. Ja, wobei OBS halt Bitrate abhängig ist, also relativ schlechte Qualität. Shadowplay. Ja, Shadowplay ist aber auch Bitrate abhängig. Also selber Käse wie bei Open World Custom. Irgendwie rutscht meine Saatmaschine hier ganz richtig behindert. Terra, siehst du mich, wie ich gerade hier sehe? Nee, also bei mir bist du normal. Bei mir bin ich schief. Jetzt bin ich wieder normal. Ups. Nee, irgendwie auch nicht. Doch ein bisschen, ja. War auch schon wieder über die Hälfte vom Feld fertig. Sollte ich eigentlich in der Folge noch komplett schaffen. Dann können wir nachher noch ansehen. Vielleicht nehme ich heute Abend auch nochmal auf, nach dem Livestream. Und 18 bis 20 Uhr mache ich ja Euro Truck. Und vielleicht nehme ich danach nochmal auf, dann könnte man danach ein bisschen ernten. Generell sollten wir aber mal gucken, dass wir mehr Felder haben. Wir haben ja jetzt echt doch eine kleine Felderfläche. Ja. Kann ich dich dann nach der Aufnahme noch mal kurz sprechen wegen Amok? Ja. Gut. Apropos Mod, ich habe letztens irgendwo Mod gesehen, das war so ein kleiner Grubber. Den konntest du quasi vorne ranhängen, könntest du ja hinten noch eine Saatmaschine noch dran. Ja, den hatten wir in... Den hatten wir auch von Lösche gelandet, auf Verbands auch. Den Lemke nach Hart oder so ist das, glaube ich, ne? Ja, aber der war doch erst bei der... bei der Bandico. Bei stimmt, da hatten wir den auch. So kleiner. Generell, wir haben eigentlich auch schon einige Maps durch. Migmap möchte ich auch auf jeden Fall irgendwann nochmal auf dem Community-Server spielen, aber ich weiß nicht, ob das nicht eher was für Ende des Jahres ist. Einfach damit mal wieder ein bisschen Zeit dazwischen vergeht. Migmap ist halt, kann man eigentlich immer spielen. Es gibt halt auch einige Leute, die sich Twivers wünschen würden, aber da weiß ich auch noch nicht so richtig. Twivers ist halt einfach eine mega geile Map. Die wohl beste Map, die es bis jetzt gab. Zugeben, Migmap kenne ich leider noch nicht. Da hast du auf jeden Fall was verpasst. Schöne Vierfach-Map. Mit dem Oldtimer-DLC oder Hack. Naja, die Felder sind schön klein und so. Geht das eigentlich? Beziehungsweise die Felder sind halt von 0,5 Hektar bis 60 Hektar, 70 Hektar da. Ich glaube 66 Hektar war Feld. Was war das? 80 oder sowas? 88. Feld 88, 60 Hektar oder sowas meine ich. Ja, dürfte hauen. Feld 19 schockt nicht. Ich rutsche die ganze Zeit mit dem Johnny hier weg. Ah ja, man muss sagen, der Agro-Star war echt eine gute Wahl, weil der zieht halt alles butterweich, ne? Der hat halt doch schon echt... Ist halt ein großer Stahlklotz. Kann man eigentlich Saatgut auffüllen? Hm? Kann man Saatgut auf dem Haupthof auffüllen? Ja, also eigentlich auf jeden Hof. Also auf dem Haupthof habe ich keinen Saatgut lange gefunden. Ich meine, da habe ich eins gesehen. Ich war immer hier im Ort, weil das halt direkt bei unseren Feldern ist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Im Ort kannst du auch Saatgut aufladen. Ja, aber ich muss noch tanken. Ich habe noch 14 Liter. Ja, du kannst auch tanken beim im Ort da, ne? Bei dem Saatgut-Ding da. Ich habe keine Tankstelle gesehen auf der Map. Ja, das ist eine kleine... Ja, die siehst du nicht auf der Map. Der normale Wäsch... Auf der Map gibt es überall Saatgutpaletten, außer bei unserem Hof. Ja, ja. Das ist überall Saatgutpaletten. Wahrscheinlich sind die mit Buyable Objects zum Dazukaufen. Nee, den Hof sind dann. Sie nicht. Ich kenne die Map. Die BGA müsstest du doch auch kaufen, ne? Ja. Die Saatgutpaletten, die sind Standard. Ja, notfalls könnte man mal platzierbare reinhauen und da war schon auf der Map. Oder so ein Saatgutwagen, das wäre auch cool. Ich gespielt. Saatgutwagen bietet sich halt gerade bei Kartoffeln und sowas an. Ne? Oh, dieser beschissene JCB gerade einen Frontantrieb. Hat jemand Hast du den Telelader oder den ganz großen Radlader? Den Radlader. Ja, es gibt ja zwei. Halt den mit ausziehbar und den massiven. Mir fällt gerade was auf, die Zeit ist auf 15. Weil der massive geht eigentlich, der zum Ausziehen ist ein bisschen ugly auf der Vorderachse. Ich hab mal eine Frage, soll die Zeit 15-fach erhöht sein oder? Nee, da werde ich mich oder jemand anderes mal verklickt haben. Mir gerade was aufgefallen. Aber ich sehe schon, wie das Terra hier gegrubbert hat, ey. Hier liegen ja so viele Büschel noch rum.
Also ich muss sagen, ich fahre gerade tatsächlich mit GPS-Mod, ne? Ihr habt mich dran gewöhnt auf der Löshügelland. Also sag mal jemand an, wo man das Ding auffüllen kann. Aber ich finde der Autoturn vom GPS-Mod ist irgendwie noch ausbaufähig. Also im 13er war auf jeden Fall richtig gut. Aber ich weiß nicht, irgendwie wenn ich hier Autoturn anmache, dann und man sagt so, okay, hier 0 Reihe auslassen, dann macht er irgendwie eine Reihe aus und dann fährt er jetzt mal so eine komische Kurve, das ist irgendwie richtig abartig. Ja, ist halt gut. Da ist halt gut, ja. So, mein John Deere. Wieso rutsche ich denn hier runter? Ach, hier kann man Tiere kaufen. Nice. Ich finde, wenn man die Mainburg jetzt mit irgendeiner Map vergleichen möchte, dann am ersten so mit der UGF Bayern. Die geht noch am ehesten in die der Richtung. War ein bisschen die Kacke. Terra? Ja. Terra? Ja. Mein Webinterface funktioniert. Wird gerade geupdatet? Ich hab's nochmal zurückgesetzt. Achso, gut. Lädt alles. Hätte ich tanken können. Okay, und hat das halt vollständig automatisch gemacht. Ich hab's halt per Nitrado. Ja. Ja, wir hatten ja früher auch Nitrado, aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin mit Game deutlich zufrieden, ne? Sebastian. Ah, ja. Und mehr Mod-Speicher hast du auch. Wie hast jetzt das Update aber mit 1.3 gekriegt? Das war da schon drauf. War Nitrado nicht so freundlich. Bei mir ist das nicht drauf. Dann setzt ihr mal zu komplett zurück, würde ich sagen. Hab ich auch gemacht. Also, wie muss man noch viel sehen hier? Ich bin gerade meine ganzen Mods hochzuladen. Ich bin ja fast fertig. Also da, Terra, bist gerade da ist noch ein Schrein. Ja, ich hab's gerade gesehen. Noch zwei Bahnen, dann habe ich das Feld geschafft. Dann ist hier alles wieder fertig zum Säen. Alles gedüngt ist es ja schon und dann, ja, wenn Feld 19 ist jetzt auch nach dem Säen kann man dann auch direkt loslegen. Generell, wenn wir mal 100.000 oder so gespart haben, würde ich einfach nochmal zwei, drei kleine Felder dazu kaufen, damit man einfach mal ein bisschen mehr Arbeit hat und nicht immer nur dieselben. Eine Frage, weil irgendwie als ich damals auf dem Community-Server raufkam, das war Lös Hügeland, da hatte ich auch noch die Fortschritt-Drescher. Ja. Und auf einmal, batz, wie aus dem Nichts, hatten wir auf einmal New Holland. Den ganzen Ding. Ja, da haben wir ziemlich viel gespart. Und wir hatten ja unglaublich viel in meinem Lager bei der Lös Hügeland, weil die Felder ja so groß sind. Und dann haben wir die, glaube ich, sogar verkauft und dann hatten wir dadurch einfach so viel Geld, dass wir direkt auf die Großen gehen konnten. Das ist generell, muss ich sagen, das ist mit das Beste am Fuhrpark beim 15er, dass man mittlerweile einfach große Drescher hat und nicht mehr viel früher die 7,5 Meter Deutz. Da warst du ja echt gezwungen, so ein Class Lexion oder sowas zu kaufen. Boden, ist so verdammt Avatar bei dein Auto? Nein. Aber jetzt auf dieser Map, wie ist es da mit Rushen? Ich finde die Felgen voll gut. Womit? Wie es bei der Map jetzt hier ist, wird hier auch gerusht oder? Ich bin noch überlegen, ich denke aber, dass wir BGA auch erst wieder später machen werden, weil sonst wird die BGA nicht mehr so gut. Ich meine jetzt so wegen Mietrescher, wenn wir jetzt als nächstes die Mietrescher hier den Case Axial Flow 7130 holt. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht kann man auch ein Class Lexion mitnehmen mit 7,5 Meter Schneidewerk oder sowas, wäre auch schön. Als Mod. Ja, das wäre nice. Class, vor, nach, vor. Class baut ja echt geile Drescher. Mir fällt gerade was auf. Irgendwie. Wir haben zwar einen Class. Der ist sogar ein aktivierter Mod, ne? Ja. Class Lexion. Wir haben 87 Terra-Track, glaube ich, ne? Ja, aber der ist irgendwie noch nicht aktiv. Auf jeden Fall kann ich ihn im Shop jedenfalls nicht sehen. Ja, ja. Aber den haben wir auch auf der Löshügeland in Gebrauch gehabt. Stimmt, da hatten wir den auch irgendwie nie. Wir hatten ihn zwar, aber wir hatten ihn nie aktiv. Nie benutzt. Nie gekauft. Ja, die. So ein Lexion ist halt mit 12 Meter schon fast klein gegen 13,7 Meter, ne? Ja gut, der, die fast 2 Meter da. Ja gut, das ist unsere Arbeitsbreite, mit der wir im Moment arbeiten. Ja, arbeiten wir auch hier gerade mit 3 Meter. Ja gut, aber halt ist schon mal nochmal ein gutes Stück mehr. 2 Meter, das ist meine Körperlänge. Ja. Was? Also, was zählst du hier auf dem L23? Martin? Feld 16 ist auch komplett ready für den nächsten. Ich hab das Gefühl, wir haben jetzt bei Weizen gesehen, kann das? Machst du mit GPS? Ja. Kann ich kurz übernehmen? Also, ihr habt bis jetzt alles Weizen gesät, das stimmt, ja.
Tatsache. Könnt ihr auch 16 auch noch Weizen machen, habt ihr alles Weizen. Ah, alles Weizen. Danke. Ist das nur 3,1 Meter? Sie 3,1 Meter breit? Ja, weil er sich 1 Millimeter dazu geschummelt hat. Millimeter? Das ist nicht Millimeter, das sind 10 Zentimeter. Ich weiß, aber es war so. Sebastian! Wortwörtlich, weißt du? Ja, ist gut, Alia. Sebastian! Ich glaube, der hört dich nicht. Wie setzt man den Dedicate Server zurück? Muss ja auf die Nitrado-Seite, schätze ich mal, und dann Spieleauswahl, Spiel ändern und dann einfach quasi das Spiel runternehmen und wieder drauf. Okay. So habe ich das so ein bisschen in Erinnerung, aber mit Nitrado habe ich halt jetzt auch schon über ein Jahr keinen Kontakt mehr. Aber ich würde sagen, für heute war es das auch mal wieder und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, dann geht's wohl wieder an den Erntedurchgang. Tschüss. 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 Alter, ich muss sagen, ich